Hallo und herzlich willkommen hier aus meinem nagelneuen Studio. Ja, ich habe gedacht, ich nehme mal eine bisschen schönere Kulisse, wenn ich euch ein bisschen was zu Vlogs erzählen möchte, wie jetzt im Moment. Und ja, im Hintergrund seht ihr alle meine alten Trikots hängen im Team Jäckel Design. Also beginnt hier mit dem Ältesten. Das ist, damit hat alles angefangen. Anschließend sind wir nach ein paar Jahren, also so circa 3 Jahren, sind wir auf dies hier umgestiegen. Das haben wir auch längere Zeit behalten. Dann hier rüber, mit dem sind wir dann ins Team eingestiegen. Damals dann nicht nur ich und mein Bruder das Trikot gefahren, sondern wir hatten ein Team von zeitweise 10 Mann. Zwischendurch haben wir dann gewechselt zu diesem Trikot hier unten. Ja, das kennt ihr noch, das ist vom letzten Jahr. Und dann das neue, mein Design, das ich jetzt alleine fahre, weil mein Bruder auch in ein anderes BMX-Team gewechselt hat. Das wäre das hier unten. Aber wenn ihr ein bisschen mehr erfahren wollt über die Trikots, stimmt mal hier oben ab. Ob ihr so ein bisschen Trikotgeschichte, bisschen Teamgeschichte, bisschen, ja, wie soll ich sagen, einfach meine Historie im BMX-Sport ein bisschen mehr erfahren wollt, einfach mal hier oben abstimmen, ob ihr an sowas interessiert wärt. Aber wir wollen direkt einsteigen mit, wie es im Titel steht, Vlog. Und zwar Hamburg. Ab dort habe ich leider es nicht mehr geschafft zu schneiden. Studium, relativ viel Stress. Aber das ist eine andere Geschichte und ihr wollt ein bisschen erfahren, was in den letzten 5 Monaten passiert ist. Also, let's go mit Hamburg. Hallo und herzlich willkommen hier aus dem etwas windigen Hamburg. Hier ist dieses Wochenende ein Bundesligalauf. Und bevor ich mit meinem Video beginne, zeige ich euch erstmal die Strecke. Let's go! So, ich hoffe, euch hat das kleine Intro gefallen. Die Bahn sah richtig klasse aus. Sie hat auch richtig Spaß gemacht zu fahren, sofern es für mich ging, weil, wie ihr euch erinnern werdet, bisschen zurück zu meinem letzten Vlog aus Zolder. Ich bin in meinem letzten Lauf im Achtelfinale gestürzt. Es war zwar 2 Wochen später, aber ich hatte extreme Schmerzen. Ich habe es gerade mal geschafft, eine gescheite Trainingsrunde hinzulegen. Beziehungsweise gescheit kann man auch nicht nennen, ich bin halt durchgekommen. War dann auch relativ überrascht, dass ich es überhaupt bis ins Finale geschafft habe. Bei der Konkurrenz, wo da war, hätte ich normalerweise zumindest um ein Podest fighten müssen. Ging aber einfach in dem Moment nicht. Der Sturz von Zolder war immer noch relativ heftig und es tat einfach enorm weh. Und ihr seht auch, ich blende euch jetzt mal das Finalvideo ein. Ich hatte weder gute Starts an dem Wochenende, noch konnte ich gescheite Technik machen. Ich konnte nicht wheelen, ich konnte keine Gates, ich konnte keine Antritte machen. Ja, dafür war ich schon überrascht mit dem Finale. Ihr seht, ich fahre eher hinten mit rum. Kurventechnik in der ersten Kurve hat in dem Lauf auch überhaupt nicht geklappt. Also das kam dann noch dazu. So war ich noch hinten. Ja. Sonntag, ich habe vom Sonntag ein bisschen mehr Videos. Zu einem mal den dritten Vorlauf. Den zeige ich euch jetzt. Auch wieder keinen gescheiten Start. War ganz weit hinten. Habe mich langsam wieder vorgekämpft. Und dann, ja, gab es ein bisschen Diskussion nach dem Lauf. Beziehungsweise wirklich Diskussion. Mich hat es nicht gestört, also ihr seht im Video, Paul Bloss zieht relativ arg rüber zu mir, macht mir den Weg zu, hätte auch auf der anderen Seite am Gegner vorbei können, hat mich somit von der Strecke gedrängt.
Nee, zu mir kam nachher offizielle, ob ich Beschwerde einreichen will, was schon heißt, eigentlich war es ein Regelverstoß. Für mich, ganz ehrlich, aus Rennposition, ich habe das Video auch erst eine Woche später gesehen, sah so aus, als hätte Paul Plast sich einfach nur für die falsche Seite entschieden, also einfach rechts entschieden, am Gegner vorbeizufahren, anstatt links, und somit mir den Weg zugemacht, was ich dann wiederum nicht fair finde, ihn zu bestrafen dafür. Es war einfach eine Rennsituation. Wäre es gegen mich gewesen, ich hätte verstanden, wenn man mich bestraft hätte. Also, ja, einfach blöd gelaufen, aber gab keine Strafe. Ich bin trotzdem über die Vorläufe weitergekommen, kam auch ins Finale, ins Halbfinale, und damit war es für mich erledigt. Kein Thema, warum soll ich rumdiskutieren, war nur ein Vorlauf. Im Halbfinale selber, das habe ich euch auch wieder auf Video, bei schönstem Sonnenschein, ihr habt es gesehen, der dritte Vorlauf am Samstag. Am Samstag hat es sehr viel geregnet, war nicht schön, kein schönes Wetter. Sonntag hingegen war wirklich schön, es war arg windig, aber es war warm, die Sonne hat geschienen. Ja, Halbfinale lief nicht ganz so gut wie am Samstag. Am Samstag habe ich durch viel Trickserei noch geschafft, nach vorne zu kommen. So habe ich es leider überhaupt nicht mehr geschafft. Und bin einfach im Halbfinale ausgeschieden. Konnte mit meiner Schulter die Leistung nicht abrufen. Habe auch bei dem Start wieder Schmerzen in der Schulter gehabt. Seltsamerweise dann B-Finale. Gut, für mich hat es trotzdem gewesen, so viel wie möglich Punkte mitnehmen, deshalb so weit wie möglich vorne sein. Ich habe aus irgendeinem Grund habe ich einen Holeshot rausgelassen. Ich verstehe auch nicht warum. Ich hatte die ganze Zeit Schmerzen. Im W-Finale waren sie dann weg, beziehungsweise bis in die dritte Gerade. Da seht ihr, ich mache einen Fahrfehler. Und dann ist mir ordentlich in die Schulter gefahren. Ich hatte aber zum Glück groß genug Vorsprung, konnte ihn ins Ziel fahren, und ja, damit hat es gereicht. Fazit nochmal zur ganzen Veranstaltung, das habe ich wieder aufgenommen, oder beziehungsweise natürlich habe ich es aufgenommen, bloß ich habe halt zu den einzelnen Rennläufen, was ich gesagt habe, es bringt nichts, wenn ich keine Läufe habe, deshalb springen wir jetzt mal direkt nach Hamburg und ich erzähle euch, wie das Fazit von meinem Rennen war, und deshalb, let's go nach Hamburg. Und natürlich, bevor ich es vergesse, außer dass ihr mal wieder einen Like-Button drücken sollt, bitte mich abonnieren und das Video teilen, oder besser meinen ganzen Kanal teilen. Hamburg, ihr habt es echt klasse gemacht. Die Bahn war top repariert, keine Sandlöcher, nichts. Das Wetter, besonders gestern, hat der Bahn überhaupt nichts ausgemacht. Skate hat wunderbar funktioniert. Ihr habt auch vom Aufbau her, ihr habt eine Anzeigetafel gehabt, welcher Lauf dran war, wodurch wir Fahrer uns nicht ewig zu früh in den Vorstart stellen mussten, um zu erfahren, wir sind jetzt viel zu früh dran, sondern wir wussten immer, wann wir dran sind. Es war organisatorisch top, also so eine Veranstaltung macht einfach Spaß. Vielen, vielen Dank an euch. Vielen Dank, dass ihr die Veranstaltung ausgerichtet habt. Ja, Hamburg ist damit erledigt. Ich möchte euch aber gleich das nächste Rennen auch noch mitnehmen. Dort kam ich nicht ganz so viel zum Filmen. Ich habe es auch noch nicht hochgeladen, weil ich einfach nicht zum Schneiden kam. Und deshalb geht es jetzt weiter nach Winterberg. Wir springen mal kurz 4 Wochen später. Winterberg. Als BMXer kennt man die Veranstaltung nicht. Sobald ihr was außerhalb von BMX macht, müsst ihr sie kennen. Also außer ihr fahrt Rennrad oder ja, Cross-Country-Fahrer werden sie jetzt auch nicht kennen. Aber es ist einfach das größte Mountainbike-Festival Europas in Winterberg. Haufen Stände, über 50.000 Zuschauer, glaube ich. Bin mir da nicht ganz sicher, aber es ist auf jeden Fall riesen Menschenmasse. Es sind sämtliche großen Namen in Europa sind da. Ich probiere immer so viel wie möglich Rennen dort mitzunehmen, weil es einfach immer Spaß macht, sich gegen verschiedene Leute zu battlen, die man nicht kennt, die aus einer anderen Sportart kommen. Ob es Freestyler sind in einem Pump Race oder Bunny Hop Contest.
ob es Big Whip Contest ist, wo einfach alle mitmachen, ob es, ja, Focross, natürlich fahre ich Focross mit, was leider das letzte Mal dort gewesen sein wird, weil sie die Strecke abgerissen haben, aber Focross sind auch die größten Namen Europas dabei und deshalb, ja, wollen wir einfach direkt mal reinspringen ins Focross-Rennen. Dort war die Focross-Quali das erste. Es gibt dann immer Zeitqualifikationsläufe, wo man nach Fahrern aussortiert. Nach 8, 16, 32. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie auch nach 4 aussortieren, weil Focross fährt man zu viert. Aber ich meine, wenn da im B-Finale nur 3 oder 2 Leute dran stehen, dann lasst ihr die trotzdem so fahren. Da bin ich mir nicht ganz sicher mit den Regeln, aber bei uns waren es so viele, dass wir auf 64 aussortiert haben, glaube ich. Und ja, meine Zeitquali lief relativ gut. Hab mich als 7., wenn ich mich richtig erinnere, qualifiziert. Ihr seht gerade Video vom oberen Teil. Es war echt, ja, es hat richtig Spaß gemacht, wieder auf dem Focross-Bike zu hocken. Die Bahn liegt mir nicht ganz so. Besonders, also die erste Gerade ist relativ kurz, relativ ebene erste Kurve, wenig Möglichkeiten zur Spurwahl dort. Und anschließend geht die Strecke wird relativ schnell, sie hat sehr viele Höhenmeter bergab, es ist echt anstrengend wieder hochzulaufen. Aber Überholmöglichkeiten bei den hohen Geschwindigkeiten sind halt keine, weil du musst wirklich Do or Die fahren, also entweder setzt du den Angriff und es passt oder du setzt ihn nicht und bleibst hinten. Oder dritte Möglichkeit, also weil setzen und es passt eigentlich nicht funktioniert, setzen und mindestens einer geht runter. Focross ist, dort ist auch erlaubt, deutlich härter zu fahren wie im BMX-Sport, sogar zum Teil erwünscht. Aber es ist nicht erlaubt, eine Kurve so anzufahren, dass du sie nur mit als den Gegnern als Polster dann ins Ziel bringst. Also ich darf keinen Gegner reinfahren, rausrammen und der fliegt dann ab und deshalb kriege ich die Kurve. Wenn der Gegner nicht da wäre, müsste ich die Kurve trotzdem schaffen. Deshalb ja, Quali sehr wichtig. Immer zum Startposition wählen. Es ist dann auch so, wenn du dich weiter qualifiziert hast aus dem Achtelfinale raus ins Viertelfinale, dann im Focross nicht, also dann ist nicht so, ich habe mich als Erster qualifiziert, dann darf ich als Erster oder Zweiter wählen. Nein, ich darf immer nach Reihenfolge aus meiner Qualifikation wählen. Angenommen, ich rutsche weg, werde nur 64. habe mich gerade so qualifiziert, darf ich immer nur als Letzter wählen, genau das Gegenteil, ich habe mich als Erster qualifiziert, dann darf ich mich immer als Erster wählen, deshalb wäre es natürlich top, wenn man sich immer als Erstes qualifiziert. Und ja, Quali lief gut, hatte eine schöne Linie, die Fans waren begeistert, sind danach auch tatsächlich zu mir ein paar Leute hingekommen, was für geile Linien du denn gefahren bist, wie sauber denn gefahren bist, sowas freut mich immer zu hören. Ja, und dann kam anschließend ein paar Stunden später die Rennen. Ja, nee, im ersten Lauf hatte ich niemand gekannt. War quasi Bester von der Gruppe, durfte als Erster wählen in der Gruppe, was mir nicht ganz so viel gebracht hat, weil meine Starter einfach miserabel sind. In die erste Kurve habe ich es nicht reingebracht. Bin dann nur als Zweiter in die erste Kurve rein, was wiederum gut funktioniert hat. Bin hinterm zweiten geblieben, habe geguckt, dass mir keiner irgendwie innen reinfährt und nur dran denkt, in eine Kurve reinzusetzen. Habe mich dann auch als Zweiter qualifiziert für die nächste Runde und ja, dort hat mir dann das erste Fehlergeld. Mal aufnehmen, weil ich habe beim ersten Mal einfach Quatsch erzählt und ja, ich blende euch direkt mal den Lauf ein. Ihr seht, ich habe wieder keinen guten Start, man hat es schon einmal im Achtelfinale gesehen, jetzt im Viertelfinale wird es nicht besser. Ich komme als Letzte in die erste Kurve rein, ich habe keine Chance mehr irgendwie aufzuholen, die Bahn erlaubt es einfach nicht irgendwie zu überholen. Ich habe auf einen Fehler gehofft von den vor mir Fahrenden, der kam nicht, deshalb ja, bin ich raus. Und ja, für mich ist das Event natürlich nicht vorbei, ich filme mir noch weiterhin und deshalb zeige ich euch jetzt einfach mal ein paar Rennszenen, deshalb let's go!
So, ich hoffe, euch hat das kleine Edit gefallen. Ja, wenn ihr mehr sehen wollt, könnt hier oben, nein, natürlich nicht, hier oben in der Ecke noch das Highlight-Video vom Focus-Rennen, das geht ein bisschen länger, ein bisschen ausführlicher angucken. Ja, aber für mich war damit der Tag auch rum. Ich habe kein Rennen mehr zu bestreiten gehabt und es ging dann weiter am Samstag für mich. Ich bin früh aufgestanden, weil ich hatte noch kein Downhill-Training. Und Samstag ist Downhill-Qualifikation. Ja, ich musste mein Setup noch im Downhill-Bike einstellen. Die Reifenwahl habe ich am Vortag schon getroffen, habe im Training gemerkt, war auch die richtige Wahl. Es war relativ trocken, eher sogar staubig, mit ein, zwei nassen Stellen bin mal im Training weggerutscht. Aber das Schwierigste für mich als BMXer einfach im Downhill-Sport das richtige Fahrwerk zu finden, richtige Einstellungen zu finden, wie muss mein Dämpfer, wie muss meine Gabel eingerichtet werden. Die Gabel habe ich relativ gut hingekriegt, das Vorderrad ist immer dorthin gegangen, wo ich wollte, mein Hinterrad überhaupt nicht, war komplett unruhig, ich habe nicht verstanden, warum. Ja, dort gibt es genügend Leute, wo ich fragen kann, wo mir helfen können, wo mir einfach weiterhelfen können. Zu dem bin ich dann hin und ja, da hat sich herausgestellt, dass mein Dämpfer defekt ist und ich den einschicken darf. Somit kein gutes Setup, besonders nicht im Dämpfer gehabt und ja, insgesamt sehr unruhiges Fahrwerk. Ich habe mich dann in der Mittagspause entschieden, das Pump Race mitzufahren und da springen wir auch jetzt direkt mal hin. Das war noch vor meinem Qualifikationsrun. Ja, Pump Race. Qualifikation lief echt gut, habe mich als Fünfter qualifiziert, 8 Stück kamen in die Finalläufe, ja, war einiges los, aber im Qualilauf schon bemerkt, Skate fällt irgendwann nicht wirklich, du hattest keinen Ton, du hattest keine Ampel, es hieß nur, ja, Achtung, er hat den Startknopf gedrückt, wenn eine Box angeschlossen würde, jetzt normale BMX-Kommando kommen, die Ampel geben, würden die Lichter angehen. Es kam auch gar nichts, irgendwann ist das Gate halt plötzlich gefallen. War ein bisschen umständlich, ja, hab dann aber meine Quali gut durchgebracht. Ging dann zum Rennlauf, der war ein bisschen später. Dort aber direkt in der ersten Runde schon einen relativ schweren Gegner gekriegt. Und ja, wir waren nicht mehr viele, also wir waren zu 8, es waren nur noch starke da. Und gegen den habe ich es dann leider nicht geschafft, eine bessere Zeit zu fahren wie er. Bin dann ausgeschieden, immerhin Fünfter geworden, gab leider kein Preisgeld, gab nur für die ersten drei und dort echt gutes Preisgeld, aber ja, ich bin dann weiter zu meiner Downhill-Qualifikation. Bei der Downhill-Qualifikation angekommen, habe ich mich warm gemacht, beziehungsweise ich bin dann eine Stunde vorher, bin ich da am Start, dann eine halbe Stunde vorher fängst du dich an warm zu machen, auf einmal gab es eine Unterbrechung. Ja, es ist leider ein Fahrer an dem Tag gestürzt. Mein Beileid an Angehörigen, er hat es leider nicht überlebt. Es waren ein Zuschauer besonders, es war keiner, der beim irgendeinem Wettkampf mitgefahren ist. Die Bikeparkstrecken sind an dem Wochenende einfach offen und dort ist er an einem Sprung gestürzt. Ja, wie soll ich es jetzt sagen? Für jeden ist es wichtig, sicher anzukommen. Und jeder will, wenn er stürzt, dass die Rettungskräfte da sind, von der Seite her top organisiert, es kamen sofort Rettungskräfte vom Downhill ist unterbrochen worden, jeder Downhill-Fahrer versteht es sofort. Dann auch ein Riesenlob an die Einsatzkräfte, dass die so schnell reagiert haben. Wiederum die Veranstalter, also der BDR bzw. UCI, haben da wiederum nicht ganz so gut leider reagiert. Die haben uns nämlich ohne Informationen oben am Start stehen lassen. Es sind so noch circa 60 Fahrer gewesen, die runter mussten. Und es hieß ja, es sei jetzt unterbrochen. Dann haben wir irgendwann von Zuschauern mitgekriegt, ja, es gab wohl einen schweren Sturz, bauen gerade den Zielbereich ab, aber der Sturz sei außerhalb vom Downhill gewesen. Auch wir auch, okay, es, kein Problem, macht es. Also ja, da kann man keinen den Vorwurf machen. Was aber echt blöd war, wir haben halt
oben fast eine Stunde gewartet, bis wir mal Informationen gekriegt haben, wie es denn jetzt weitergeht. Und besonders, es ist Samstagabend, ist halt Big Whip Contest, wo eigentlich das Zuschauer-Highlight schlechthin, da ist wie in so einem Kessel, wo nur noch dieser eine Sprung zu fahren ist und dort zuzuschauen bzw. teilzunehmen, was ich leider nicht geschafft habe, weil ich nicht wusste, wie man sich dafür anmeldet bzw. dass man sich davor qualifizieren muss. Aber ich wollte unbedingt zuschauen, Videos machen. Ich kam nicht rein oder ich konnte nicht hin, weil einfach der BDR gesagt hat, ja, wir pausieren jetzt einfach und irgendwann wird es schon weitergehen. Ja, ich bin dann meinen Quali-Lauf auch gefahren, aber gut war er nicht mehr, ich bin nur einfach nur ins Ziel gefahren. Und aber der BDR ist auch nicht auf die Möglichkeit drauf eingegangen, dass wir jetzt anstelle wirklich anderthalb Stunden, die wir dort oben dann gewartet haben, oder anderthalb Stunden war es dann verzögert, ich stand da oben dann schon über drei Stunden und habe auf meinen Start gewartet. Ist auch nicht auf die Möglichkeit eingegangen, dass wir mit Did Not Finish und dann als letzter starten, weil es fliegt keiner bei der Qualifikation raus. Ist nicht darauf eingegangen. Ich verstehe es bis heute nicht. Ganz ehrlich, es gibt, es hätte die Möglichkeit gegeben, einfach in die Liste ein Häkchen zu machen und dann wäre der Fahrer halt nicht an den Start gegangen und wäre dafür am nächsten Tag aber sein Rennen noch gefahren. Ja, es ist jetzt einfach so. Es ist auch traurig, dass das so passiert ist. Für uns dann am nächsten Tag auf jeden Fall war dann unser Rennen, unser Downhill-Rennen. Ich bin morgen jetzt nochmal zum Training, habe noch ein, zwei Runden gedreht, dann wieder alle Klamotten ausziehen, 5 Stunden Wartezeit bis zum Rennlauf. Und ja, beim Rennen selber, ich habe mich schnell gefühlt, ich habe mich gut gefühlt, hing ziemlich gefühlt relativ arg am Limit. Aber auch dahingehend, weil einfach mein Fahrwerk nicht mehr zugelassen hat. Hab schon noch ein, zwei Fehler eingebaut, also ein, zwei Sekunden schneller hätte ich fahren können. Resultat war aber miserabel. Also ich habe es nicht in die bessere Hälfte geschafft, bin auch echt unzufrieden mit dem Rennen oder mit dem Rennergebnis und durch mein Fahrwerk auch mit dem Rennen. Aber ja, man kann nichts ändern. Winterberg, an Bikepark Winterberg und Veranstalter, genauso wie die ganzen Rettungskräfte, wir haben euch öfters mal gebraucht. Ihr habt einen geilen Job gemacht, Winterberg-Veranstaltung war wieder richtig geil, hat mega Spaß gemacht, es war haufenlos, Stimmung war grandios. Nächstes Jahr gerne wieder und ich hoffe, ich sehe dann auch ein, zwei BMXer dort. Ja, welches Rennen ich nächstes Jahr bestreiten werde, weiß ich noch nicht. Ich bin aber auf jeden Fall wieder dabei. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Und bei euch, allen, die jetzt abonnieren, einen Daumen hoch geben. Das nächste Video wird von der Deutschen BMX-Meisterschaft sein. Und deswegen bis dahin. Ciao. Having a good